Ja, willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Baubeobachter der anderen Art. Ich befinde mich hier gerade in der Dresdner Neustadt auf der Bautzner Straße und werde die Weihnachtsbeleuchtung hier mit aufhängen. Mehr dazu jetzt im Baubeobachter der Woche. Ich melde mich aus 8 Meter Höhe und Sie sehen schon, wir sind in weihnachtlicher Stimmung. Wir hängen hier die Weihnachtsbeleuchtung auf und die wird ja definitiv doppelt so viel sein wie im letzten Jahr, Thorsten, oder? Ja, wir haben mächtig erweitert. Wir haben dieses Jahr insgesamt 28 weitere solche Lichterketten angeschafft und 28 Sterne, um einige Straßen eben etwas umfangreicher beleuchten zu können. Ja, insgesamt sind es, glaube ich, fast 3000 Lichter, oder? Es sind in der Summe, ich glaube, mittlerweile 70 Ketten und Sterne und dann noch so ein paar Kandelaber, die wir an den Fassaden befestigen. Und es sind zwischen, glaube ich, 3.000 und 3.500 solche Lämpchen hier. Wir haben umgerüstet auch auf LED aus Gründen der Stromeinsparung. Ja, wir sind jetzt hier gerade auf der Bautzner Straße und mir ist ein bisschen schwindelig, deswegen kann ich vielleicht auch nicht so reden wie normal. Wo wird denn alles in der Neustadt diese Weihnachtsbeleuchtung aufgehangen? Außerdem wird noch beleuchtet auf der Lauenstraße komplett dieses Jahr, die Luisenstraße, die Böhmische Straße und Teile der Rotenburger Straße und der Görlitzer Straße. Also ihr wollt ein bisschen der Funkelstadt Konkurrenz machen? Nee, Funkelstadt nicht, aber wir wollen halt natürlich den Gästen, den Besuchern, aber auch den Anwohnern, weil wir von denen nämlich auch ein sehr positives Feedback bekommen für die Aktion, wollen wir einfach so ein bisschen eben Weihnachtsstimmung vermitteln. Nun muss man ja sagen, ihr seid ja vom Kultur- und Gewerbeverein Neustadt und ihr organisiert das wirklich selber und finanziert das auch selber. Das ist ja nun auch nicht gerade günstig, so viel Lämpchen zu kaufen. Wie macht ihr das? Ja, das stimmt. Durch die Erweiterung in diesem Jahr ist das Gesamtvolumen dieser Geschichte hier, was wir dieses Jahr investieren, etwas um die 23.000, 24.000 Euro. Das finanziert sich zum Großteil, muss man wirklich sagen, über Beiträge von Anliegern. Das heißt Geschäfte, Gaststätten, Läden. Ihr sucht direkt auch noch Spenden. Es ist so, dass die Finanzierung noch nicht zu 100% gesichert, also gesichert schon, aber wir müssen halt auch einen Teil von Vereinsmitteln noch mit dazu schießen. Es wäre schön, wir könnten dieses Geld auch für andere Sachen verwenden. Von daher ist es natürlich noch so, dass wir gerade Bewohner vielleicht noch auffordern möchten, wem das gefällt, überweist einfach 10, 5, 15 Euro. Wir hatten so die Idee, man kann so eine Aktion machen, jedes Lämpchen kostet 5 Euro. Wann wird es fertig sein mit der Weihnachtsbeleuchtung? Wir hoffen, dass wir bis Donnerstag das alles hier geschafft haben. Okay. So sind wir eigentlich guter Dinge, ja. Okay. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt wieder runter, bevor ich sterbe. Und dann kannst du mir währenddessen, während wir runterfahren und ich mich verabschiede von den Zuschauern, vielleicht noch sagen, dein Tipp, Weihnachten in der Neustadt, wo sollte man hingehen? Also zum einen sicherlich eine Empfehlung ist das Neustädter Gelichter an der Scheune, der Weihnachtsmarkt. Da findet zum einen Kino, dann ist es so ein Handwerkermarkt, schöne Aktionen. Das ist das, was ich auf jeden Fall für mich so ein bisschen das Highlight, was jetzt hier in der äußeren Neustadt zumindest da besucht werden sollte. Jetzt sind wir fast unten. Ich verabschiede mich jetzt auch schon vom Baubeobachter der Woche, der ja ein Baubeobachter der anderen Art diesmal war. Und im Hintergrund können Sie jetzt nochmal die schöne Lichterkette hier bewundern. Also schauen Sie doch einfach mal in der Neustadt vorbei in der Adventszeit und genießen Sie die über 3000 funkelnden Lichter. Wir sagen Tschüss.